Wer kennt sie nicht, diese kleinen Geschichten des Alltages, die einen eigentlich aufs Blut reizen können, die man aber aus Anstand einfach ignoriert. Doch Anstand wird hier ganz gekonnt ausgeblendet. Willkommen bei Gurondor Talked. ...2014 und auch 2015 bisher sind so die zwei Jahre, wo ich ganz extrem feststelle, die Politiker machen sich einen Spaß drauf, uns kleinen Leuten einmal wieder richtig ins Gesicht zu ditchen. Ich werde das Gefühl nicht los, die ignorieren einfach das, was sie ja so in der Bevölkerung zu hören bekommen von wegen Volksvertreter und all solche Geschichten. Stattdessen glaube ich, die Politiker wollen umso mehr aufdrehen, je mehr Gegenwind sie bekommen. Erinnert mich an Folgendes. Okay, dann legen wir jetzt mal einen Gang zu. Na, was meint ihr? Das war doch wirklich wie Faust auf Auge oder Ball in die Nierenregion. Aber nun mal in die Details, worum geht es denn jetzt eigentlich? Vor geraumer Zeit hatte ich in einer Gurondor Talk-Folge mal erwähnt, dass die PKW-Maut gerade in der Mache ist. Tja, schön und gut, da war sie nur noch in der Mache. Und auch wenn diese PKW-Maut in ihrem eigentlichen Konzept gegen sämtliche Richtlinien und Gesetze der EU verstoßen, hat der Bundestag sie verabschiedet. Das heißt, yay, Leute, freut euch auf kleine tolle Plaketten hinter der Autoscheibe, wir dürfen Mautgebühren bezahlen. Beziehungsweise momentan wir Deutschen ja nicht, weil das Ganze wird irgendwie mit der Steuer gegengerechnet, es dürfen momentan nur die Ausländer bezahlen. Und das ist auch der eigentliche Hauptgrund, warum diese ganze Maut gesetzeswidrig ist, weil kein anderes Land, was eine PKW-Maut erhebt, besitzt eine ähnliche Regelung, wie sie hier in Deutschland jetzt gerade verfuscht wird. Auch solche Argumente wie, ja, Leute, denkt doch mal an die entstehenden Arbeitsplätze und die Mehreinnahmen. Ja, pfff, lächerlich. Es wird ein Privatunternehmen gesucht, was die PKW-Maut soweit verwaltet. Das steht in dem Gesetzesentwurf drin. Aber wie viele Arbeitsplätze effektiv dadurch geschaffen werden und von welchen konkreten Mehreinnahmen wir hier sprechen, denn die Zahlen, die vorher genannt worden sind, die sind nie im Leben realisierbar, das ist ein Bereich, der kontinuierlich ausgeschwiegen wird. Insgesamt haben sich namentlich 433 Abgeordnete für die PKW-Maut ausgesprochen. Das könnte jetzt etwas problematisch werden, weil einen so großen Thron der Scheiße habe ich leider nicht, da muss ich leider jetzt anbauen. An Tagen wie diesen bin ich eigentlich relativ froh, dass mein Blutdruck sich noch in einem humanen Bereich befindet und ich mich auch nicht so schnell so sehr aufrege, weil andernfalls dürfte ich mir die ganzen Politikgeschehnisse hier nicht mehr angucken. Daher mein Unwort des Jahres, Volksvertreter. Ja, klar, ihr. Sicher. Für gewöhnlich ist Gurondor Talk ein Format, wo ich mich eigentlich nur willkürlich auskotze über Missstände in der Gesellschaft. Aber hin und wieder gibt es auch so die ein oder andere Kleinigkeit, die ich wirklich feiern kann. Unter anderem diese hier. Der Ex-NPD-Chef und derzeitiger Europaabgeordneter Udo Voigt hat jetzt ganz große Probleme. Neben seiner politischen Einstellung halt. Mittlerweile liegen zwei Anträge der Staatsanwaltschaft vor, die seine parlamentarische Immunität aufheben sollen. Wem das Ganze jetzt nichts sagt, hier eine kurze Erläuterung. Europaabgeordnete sitzen im Parlament und genießen eine Immunität. Das bedeutet, sie werden nicht strafverfolgt. Ist halt sowas wie Diplomatenstatus, streng genommen. Der Grund für diese Aufhebung sind zwei Straftaten, die Herr Voigt begangen hat, bevor er ins Europaparlament eingezogen ist. Nämlich einmal Volksverhetzung und in Tateinheit dazu Beleidigung. Was ist geschehen? Zur Fußball-WM 2006 zeigte Herr Voigt öffentlich ein Trikot mit der Rückennummer von Patrick Ovomoyela. Nein, das ist natürlich keine Beleidigung, also auch nicht falsch verstehen. Besser war der Text, der da drauf stand. Dazu stand nämlich weiß, nicht nur eine Trikotfarbe, für eine echte Nationalmannschaft, wobei das National sehr groß betont wurde. Ich finde dieses Zeichen, was hier gesetzt wird, echt super genial. Aus dem einfachen Grund, da ich sowieso alles verabscheue, was in irgendeiner Art und Weise extrem ist. Da ist es egal, ob es rechts oder links ist. Solche Tatsachen bzw. solche Aktionen von Herrn Voigt gehen natürlich überhaupt nicht. Und da die Standardfarbe der Nazis bzw. Neonazis braun ist und braun bei mir irgendwie immer das Denken an einen Sumpf oder ein Moor hervorrufen, muss ich da an einen schönen alten Satz denken. Siehst den Nazi im Moore winken, wink zurück und lass ihn sinken. Kommen wir mal zu ein paar Nachrichten, wofür mein Kanal ja eigentlich so in dieses Genre wandert, nämlich Spiele. Es geht um Rust.
Ich denke mal, ein jeder von meinen Zuschauern wird das Spiel Rust kennen. Diese Schöpfung von Gary Newman, der auch Garry's Mod erschaffen hat. Ein kleines Survival-Spiel, was nach und nach einen sehr großen Wandel unterliegt und, naja, nicht unbedingt immer zum Positiven. Das letzte Update hingegen hat eine Änderung gebracht, wo ich sage, okay, interessanter Ansatz. Gary Newman und sein Team haben in Rust Hautfarben eingeführt. Soweit nichts Ungewöhnliches. Viel interessanter ist der Denkansatz bzw. die Durchführung, dass ein jeder, der Rust jetzt startet, eine random Hautfarbe generiert bekommt. Das bedeutet insofern, dass ihr keinerlei Möglichkeiten mehr habt, eure Hautfarbe im Spiel selber zu ändern, da diese an eure Steam-ID gekoppelt wird. Ihr habt also keinen Einfluss darauf, ob ihr dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe oder sonstige Töne habt. Nach Aussage von Gary wollte er damit ein Zeichen gegen den Rassismus setzen, da er im Spiel selber des Öfteren mitbekommen hat, dass Charaktere mit einer dunklen Hautfarbe systematisch verfolgt worden sind. Ich meine, meine Zeit bei Rust ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber zu der Zeit, wo ich das gespielt habe, wurde eigentlich jeder verfolgt. Es war schien egal, welche Hautfarbe du hattest, du bist gewandelt, du lebtest, du hast geatmet. Du warst prinzipiell eine Gefahr und wurdest schon instant niedergemäht, also gut, naja, lassen wir mal. Ich finde den Denkansatz von Gary und sein Team da eigentlich sehr interessant und finde auch, dass sowas, ja, vielleicht nicht in dieser Form, aber irgendwie überarbeitet, doch eine gute Zukunftsgeschichte sein könnte. Was meint ihr denn zu dieser Geschichte? Habt ihr da auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dass in Rust prinzipiell Leute mit dunkler Hautfarbe verfolgt worden sind? Ich persönlich habe es nicht mitbekommen, aber vielleicht habt ihr was gesehen. Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Das Thema Griechenland hatte ich ja beim letzten Mal so am Rande angeschnitten bzw. darauf hingewiesen, ob euch das überhaupt interessiert. Ich würde es dann natürlich in eine Goron.Talk-Folge mit einbauen. Deshalb hier mein kleines Statement zu dieser ganzen Griechenland-Geschichte, die ehrlich gesagt mittlerweile so ausgelutscht ist, dass ich nicht mehr das Wort Griechenland, Grexident oder sämtliche ekelhaften Wortschöpfungen der Obrigkeit lesen kann. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Da ist ein kleiner Kommunalpolitiker mit dem Namen Alexis Tsipras in Griechenland unterwegs und ist der festen Überzeugung, mit willkürlichen Wahlversprechen die Leute zu ködern. Hat ja auch gut geklappt, schließlich klappt es hier in Deutschland auch und in anderen Ländern sicherlich auch, warum also nicht? Jedoch hatte der gute Mann vor seinem Amtsantritt keinerlei Übersicht über irgendwelche Finanzen oder Geschehnisse, habe ich zumindest das Gefühl. Und finde daher seine Versprechen, die er damals gegeben hat, von vornherein von logischer Sichtweise her schon zum Scheitern verurteilt. Nun hat der Herr es wirklich geschafft, genügend dumme Schafe um sich zu scharen, hat die Wahl gewonnen und, naja, jetzt drehen sie frei, die guten Griechen. Nachdem sie gemerkt haben, oh, wir haben da ja so viele Schulden, oh, wir können die nicht zurückbezahlen, oh, verdammte Axt, was machen wir denn? Tja, was machen wir denn da? Wir fragen einfach bei der EU mal nach. Ist ja auch eines jeden Landes gutes Recht. Und auch in der Vergangenheit hat Griechenland die ein oder andere Unterstützung bekommen, wo andere Länder vielleicht mal ein bisschen hinten anstehen mussten. Jetzt jedoch, wo die EU sagt, pass auf Griechenland, ihr bekommt erst wieder Geld, wenn wir sehen, dass ihr was ändern wollt. Tja, jetzt wird scharf geschossen. Und was macht man bei sowas, um der EU wirklich einen Tritt zu verpassen? Natürlich, man geht nach Deutschland. Da werden dann einfach mal Aussagen getroffen, von wegen Deutschland muss Reparationszahlungen bezahlen, die mit dem 2+4 Vertrag von 1990, 60, keine Ahnung, ich habe das Datum jetzt leider nicht im Kopf, aber schon direkt abgegolten sind. Berechtigterweise sagt der deutsche Staat, nö, wir haben keine Schulden mehr bei euch, alles getilgt, alles finito. Und was macht man da als souveräner Grieche? Natürlich, man schwingt die Nazi-Keule. Die Deutschen haben zur Wehrmachtzeit ja so viel Schaden in Griechenland angerichtet und ja, was gibt's denn noch? Irgendwo müssen wir doch irgendwie Kohle herkriegen. Ja, sicher, Deutschland hat zu der Zeit der Besetzung von Griechenland immensen Schaden angerichtet und wir wollen es auch nicht verheimlichen, verschweigen oder tot vergessen. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges war grausam. Das spricht keiner ab. Wenn Herr Tsipras aber der Meinung ist, hier die Nazi-Keule herumfuchteln lassen zu wollen, dann sollte er auch in andere Länder gehen, weil meines Wissens nach war Italien in Griechenland auch nicht ganz untätig. Die bessere Frage ist, wie lange denn solche Forderungen in Anführungszeichen rückwirkend nochmal wieder gefordert werden sollten. Politiker haben nach wie vor ein wirklich hartes Los, aber es ist ja nicht so, dass da irgendeiner um die Ecke springt und sagt, hey Kollege, du wirst jetzt Politiker. Viel besser hingegen finde ich die Aussage des griechischen Verteidigungsministers Panos Kamenos.
Seine wortwörtliche Aussage zur damaligen Zeit war: Wenn Sie Griechenland einen Schlag versetzen, dann sollten Sie wissen, dass die Migranten Reisepapiere bekommen und nach Berlin gehen. Da steckt der Uso wohl ein bisschen zu tief im Kopf drin, habe ich das Gefühl. Also mal im Ernst, ihr wollt Geld haben und droht anderen Ländern? Intelligent. Umso größer ist natürlich der Aufschrei in Deutschland, die Zahlungen umgehend einzustellen. Lasst sie gehen, die Griechen, sie wollen es ja schließlich so. Und genau das ist es, was Alexis Tsipras beim letzten Treffen mit Angela Merkel auch erwähnt hat. Griechenland sei gerüstet für einen Austritt aus der EU. Dann lasst sie doch gehen. Die EU ist immer groß und ganz dabei zu sagen, ja, ein Grexit, oh, ich hasse dieses Wort, ist zwar nicht schön, aber die EU und auch Deutschland verkraften das. Ich glaube nicht so wirklich dran, dass die EU das ohne Probleme einfach so stemmen kann, wenn ein ganzes Land den Euro verlässt, aber okay. Sie sagen, sie können es, lasst sie doch auf die Schnauze fallen. Aus meiner Sicht kann das Ganze so aber nicht weitergehen, das ist mal Fakt. Die Griechen wollen Kohle, wollen dafür aber nicht wirklich was tun. Die deutschen Steuerzahler sollen bezahlen, wollen sie aber nicht, berechtigterweise. Natürlich dürft ihr mich jetzt nicht falsch verstehen, das Ganze ist auf politischer Ebene ein absolutes Chaos und es ist eine Situation, als Verhandlungspartner möchte ich da nicht drin stecken. Aber auf der anderen Seite, Leute, wenn ich von jemandem Geld möchte aus irgendwelchen Gründen, dann bin ich doch zu dem ein bisschen zuvorkommend. Und es ist ja nicht so, dass das die erste Anfrage von Griechenland ist. Daher aus meiner Sicht lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ach, Leute, Gochundertalk ist immer so schnell vorbei, so wenig Themen, so wenig Zeit. Mal gucken, was in der kommenden Woche passiert. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, beziehungsweise hören uns. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiederhören.